Hallo, einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, guten Mittag, gute Nacht. Schönen Start in die Woche und ein wunderschönes Wochenende wünsche ich dir. Je nachdem, wann du dieses Video schaust, such dir einen Satz aus. Ich bin Dani und wir haben jetzt eine kleine gemeinsame Auszeit. Alltag haben wir alle genug. Ich nehme euch mit in meine Auszeit, gebe euch damit vielleicht auch ein bisschen was davon ab und vielleicht lernt ihr auch noch was dabei, weil ich euch zeige, was lohnt sich, welche Investitionen lohnt sich. Klingt jetzt so nach Geld. Also, ja, natürlich hat es was mit Geld zu tun. Vergesst, was ich gesagt habe. Ich zeige euch wieder, ich konnte nicht widerstehen, was in der You Try Me Box drin ist. Ich habe es wieder getan. Ja, da gab es ein Angebot. Ich habe euch das schon mal vorgestellt, verlinke ich euch hier und habe da schon gespart. Da habe ich, also passt auf, in der Regel ist die You Try Me Box eine Box, die ihr umsonst bekommt. Ihr bezahlt nur den Versand, so wird es angegeben. Das sind 24,90 €. Ich glaube, das ist nicht wirklich der Versand, sondern so eine Bearbeitungsgebühr, wie auch immer. Auf jeden Fall bezahlt ihr 24,90 €, geht auf diese Homepage und da gibt es ganz viele verschiedene Produkte. Es gibt Getränke, es gibt Nahrungsmittel, vor allem neue Sachen, die man austesten kann. Also wenn ihr zum Beispiel Red Bull kennt, gibt es dann da neue Red Bull-Sorten manchmal. Oder es gibt neue Eiweißriegel. Es gibt Alkohol, es gibt, wie gesagt, was zu naschen, Chips etc. Es gibt Katzenfutter, es gibt aber auch Kondome, es gibt Serien und Cremes und Drogerieartikel. Also ganz viele verschiedene. Müsst ihr mal schauen. Ich packe euch einen Link unten rein und da bezahlt ihr 24,90 €. Aber es gibt immer wieder Angebote. Letztens gab es ein Paket Wachmacher dazu mit verschiedenen Kaffeesorten. Jetzt gibt es gerade ein Paket. Also es gibt jetzt auch gerade wieder einen Link oder ein Code. Da bekommt man, ach Mist, Chips, süß und sauer, genau, Brezeln und ein Getränk dazu, so ein Netflix-Abend oder sowas auf der Couch. Es ist immer nur so lange der Vorrat reicht, ne? Ich schreibe euch das unten dazu. Ich lade das Video auch schnell hoch. Ich hatte jetzt tatsächlich einen Code, mit dem ich 20% gespart habe und dadurch habe ich jetzt 19,92 € bezahlt, meine ich. 19,92 €. Ich kann selber aussuchen, welche Produkte reinkommen. Es gibt dann nämlich so einen kleinen Ladebalken und dann scrollt ihr durch diese ganzen Produkte, wählt euch aus, was euch gefällt, und dann wird dieser Ladebalken immer voller. Und wenn er voll ist, ist euer Warenkorb voll. Ihr könnt noch mal schauen. Ich glaube, ich hatte jetzt 17 Produkte drin. Und dann sendet ihr das ab. Ihr wisst, was ihr bekommt. Ihr habt einen festen Preis und ihr könnt alles austesten. Da kommt nichts, wo ihr sagt, oh, brauche ich nicht, sondern ihr seid selber Herr darüber. Und das Gute ist, ich habe das vor 4 Tagen gemacht, 5 Tagen oder so. Und ich habe es schon wieder vergessen. Heißt, ich lasse mich jetzt trotzdem überraschen. Toll, ne? Ein Traum. So ein bisschen weiß ich es noch wahrscheinlich. Also, aber ihr seid halt voll der Herr darüber. Ihr kennt den Preis vorher, ihr kennt die Produkte vorher. Ich bin dabei, ne? Und jetzt zeige ich euch das wieder. Achtung, ich mache mal hier ein bisschen Platz. Hier ist meine wunderschöne Box. Tada! You try me. Als allererstes, das ist ein bisschen süß, seht ihr das? Habe ich hier ein Zettelchen drin. Mit Herz verpackt, handverpackt von Joe. Dankeschön, Joe. Viele Grüße vom YouTube-Team. Viel Spaß mit deiner Box. Steht hinten noch drauf. Genau. Ich packe die jetzt aber nach unten oder auf meinen Schoß. Aber dann sitze ich ganz schön weit weg. Naja. Willkommen auf meinem Kanal. So, wunderschön, oder? Improvisieren können wir. Lösungen finden ist unser Hobby. Also, ich schaue mal. Ich mache als erstes. Achtung, jetzt wird's laut. Oh, das sieht schon mal gut aus. Es ist leer. Hier ist nichts drin, aber das ist nur ein Zwischenboden. Wir schauen mal. Also, als allererstes. Da freue ich mich. Da freue ich mich sehr. Ich habe es letztes Mal nicht gemacht, weil ich nicht sicher war, wie mir das gefällt, ob ich das ausprobieren möchte. Und es hat relativ viel vom Ladebalken weggenommen, wenn wir jetzt mal ehrlich sind. Also die Produkte, ne? Wenn ihr da, was weiß ich, ein Labello reinmacht, dann nimmt das nur so ein kleines Stück weg. Und dieses Serum, das hat dann ein größeres Stück weggenommen von dem Gesamtbalken.
Aber jetzt tue ich das. Jetzt habe ich es getan. Jetzt habe ich es mir geholt. Das ist von Zukin. Nämlich eine super Marke, habe ich jetzt mittlerweile festgestellt. Ein Facial Recovery Serum. Also ein Gesichtsserum mit Antioxidantien, rich with super greens, also Acai und Goji-Beeren. Extract to help restore a healthy glow. Das war Englisch, ne? Das habe ich jetzt übersetzt und was nicht. Also es ist für normale bis trockene Haut, was mir sehr gut passt. Ich habe, eigentlich hätte ich immer gedacht, ich habe eine fettige Haut, aber ich glaube, es stimmt gar nicht. Also wenn ich mich gereinigt habe, meine Haut gereinigt habe und nichts drauf macht, dann fängt die an zu spannen, heißt sie ist trocken. Kann sich natürlich auch verändern in den Jahren, ne? Das ist jetzt mal so. Und da passt sie ganz gut. Das ist unser Serum. Riecht das? Nee. Ich werde euch die Preise hier hinschreiben. Die suche ich euch raus, damit ihr seht, ob sich das lohnt. Ich habe 19,92 € bezahlt. Das behalten wir im Kopf, ne? 30 Milliliter haben wir hier. Und hier steht sogar drauf. Also Zukin ist echt eine gute Marke. Nee, ihr seht es gar nicht. Ach, jetzt geht das Problem wieder los. Okay, ich mache es jetzt nicht so lange, sonst... Egal, schalten alle ab. Also da ist nichts drin. Keine Parabene, keine Silikone, keine reizenden Inhaltsstoffe, keine Tierversuche, etc. pp. Keine Mineralöle. Apply to face, neck and décolleté, morning and or evening after cleansing. Follow with your favorite moisturizer. Also heißt nach der Reinigung. Serum auftragen und dann ganz normal mit der Gesichtspflege fortfahren, ne? So, da sind wir gespannt drauf. Hier ist sogar ein deutscher Aufkleber drauf für uns. Freuen wir uns nicht. Aber steht dasselbe drauf, was ich euch schon gesagt habe. Da. Super Greens heißt Extrakte aus Grünkohl, Spirulina und Chlorella. Sorgt für einen strahlenden, gesunden Tag. Eine antioxidative Mischung aus Acai- und Goji-Beeren-Extrakten und Traubenkernöl. Öl sorgt für eine angenehme Hydrierung und fördert das jugendliche Erscheinungsbild der Haut. Mensch, sind wir dabei, oder? Da bin ich sehr gespannt drauf. Freue ich mich, dass ich es jetzt gemacht habe. Dann haben wir süße Brezeln, Buttergebäck. Achso, das ist wahrscheinlich ganz normales Buttergebäck. Also wie diese Spritzkuchen, diese runden. So stelle ich es mir jetzt vor. Feine Bäckerei. Die sind von Bohlsener Mühle, sagt mir gar nichts. 125 Gramm Bioland. Ah, aus Dinkel. Ich freue mich deshalb. Ich wundere mich gerade ein bisschen, dass ich die eingepackt habe. Die sind aus Dinkelmehl. Dinkelvollkornmehl, Dinkelmehl, Butter, Rübenzucker, Vanille. Genau. 100 Gramm haben 470 Kalorien. Ja, also tatsächlich. Klassischer Keks, ne? Außer dass Dinkel draufsteht. Ich probiere die jetzt nicht, ehrlich gesagt. Das ist, da wird noch anderes kommen, glaube ich. Was wir probieren können. Ihr habt da eh nichts von, ne? Probiere nur ich. Dann habe ich mir, oh yes, den Lippenbalsam dazu geholt. Ich glaube, ich bin heute überhaupt nicht scharf. Was ist denn hier los? So. Drehen wir das mal ein bisschen, dann seht ihr auch was. Oh yes ist ja eigentlich echt, ja, nicht eigentlich. Oh yes ist eine tolle Marke. Die Verpackung ist aus recyceltem Plastik und Papier. Na komm schon, ich versuch's mal für euch. Da. Oh yes, loving nature. Das hier, es gab zwei verschiedene Sorten. Eine war leider ausverkauft, sonst hätte ich tatsächlich die andere genommen. Das hier ist Ginger mit Bio-Ingwer-Extrakt. Recycelbar, ohne Tierversuche, ohne Mineralöle. CO2-neutral hergestellt. Bin mal gespannt. Ginger, also Ingwer, ist nicht wirklich mein Fall, aber ich habe festgestellt, wenn da so ein kleiner Hauch von Ingwer ist, wo hatte ich das denn letztens? In irgendeinem Getränk war es dann gar nicht so schlecht, als kleine Note obendrauf. Und bei einem Labello hatte ich es auch schon mal und fand es gar nicht so schlecht, auch von der Wirkung her. Deshalb dachte ich, probiere es jetzt aus. So, der ist dabei. Dann nehmen wir mal den Boden raus. Okay, ist zum Aufklappen, ist ja witzig. Ach ja je. Okay. Ich hoffe, das hält. Okay, wir gehen blind rein. Oh ja, das wollte ich mal ausprobieren, da bin ich gespannt drauf. Das ist ein Shake aus Quinoa.
Lukuma. Ich muss ehrlich sagen, Lukuma hat mir gar nichts gesagt. Hoher Ballaststoffgehalt, Plant Power von Bionatura. Biorinatura, natürlich wertvoll. Das ist ein Instantpulver mit Lukuma-Pulver. Auch schön. Also ich denke mal, es ist ein Eiweißshake und das Eiweiß wird aus Quinoa. Ja, tatsächlich gewonnen. Wir haben hier Rinatura Quinoa Shake Lukuma. Ist ein gut lösliches Pulver aus Quinoa und der Superfrucht Lukuma. Es lässt sich perfekt in Shakes, Smoothies, Joghurt und Quark einrühren. Das ist jetzt eine Packung, ne? 15 Gramm. Das ist ja auch so ein klassisches, klassische Mengenangabe für so ein Shake. Wobei, man kann auch 30 Gramm nehmen, aber es kommt halt drauf an, was ihr vorhabt. 15 Gramm ist in Ordnung. Steht hier drauf, für wie viel Milliliter? Das steht hier gar nicht drauf, weil ich würde es tatsächlich jetzt so in 250, vielleicht 200 Milliliter einrühren. 15 Gramm. Ja, 250. Ach, doch, hier steht's. Beutelinhalt in 250 Milliliter Wasser, Saft, Milch oder Smoothies einrühren. Gut schütteln und genießen. Genau. Also wie ein klassisches Eiweißpulver. Sind wir mal gespannt auf den Geschmack von Lukuma, oder? So, was haben wir hier? Aha, tatsächlich habe ich mir die geholt, weil ich noch Platz hatte und ich wollte den Platz nicht verdingsen, verschwenden. Und dann gab es nur noch Katzenfutter und wir haben keine Katze. Also hatte ich das jetzt noch. Eine Bambuszahnbürste hatte ich noch nie. Bin gespannt. Ich habe jetzt schon öfter gehört, dass es nicht so ein tolles Gefühl sein soll, also Holz im Mund zu haben, nasses Holz quasi. Ich bin gespannt. Wir schauen mal. Unser Planet ist unser Zuhause, unser einziges Zuhause. Wo sollen wir denn hingehen, wenn wir ihn zerstören? Der Dalai Lama, 2004 hat er das gesagt. Zeigen Sie der Natur Ihr schönstes Lächeln und helfen Sie uns gemeinsam, die Welt ein Stück besser zu machen, Tag für Tag. Eine Bambuszahnbürste. Ich weiß gar nicht, wie lange man die benutzen kann. Wie lange die hält. Borsten mit Bambus, Aktivkohle für natürliche Aufhellung. Ach so, echt? Okay. Vielleicht probiere ich es, ja. Ich denke, ich werde es mal probieren, aber ich weiß nicht, ob ich es gut finde. Aber dafür finde ich es halt ganz cool, so auszuprobieren. Was haben wir hier? Oh. Einen Proteinriegel. Den kannte ich noch nicht und ich dachte, ich probiere ihn mal, weil es ist Salted Caramel. Grenade Carb Killer. Killer mit A. High Protein, Low Sugar Bar. Und zwar Chocolate Chips Salted Caramel. Schauen wir doch mal, ob es wirklich so. Milchschokolade. Wie viel sind das? 60 Gramm? Ja, 60 Gramm. Wir haben 33 Gramm Eiweiß. Oh, das ist tatsächlich gut. Aber Zucker? 2,5 Gramm. Okay. 34 Gramm Kohlenhydrate, 33 Gramm Eiweiß, also ein Drittel Eiweiß quasi, ein Drittel Kohlenhydrate und davon 2,5 Gramm Zucker. Es geht. Muss ja nur noch schmecken, ne? Achtung, weiß, das ist laut. Achtung, ich probiere das jetzt. Ich werde jetzt kein großes Aufsehen machen und einfach unauffällig abbeißen, aber ich werde abbeißen. Also nicht, sonst mach kurz Ton aus oder so. Also, es schmeckt ein bisschen salzig, aber es schmeckt nicht nach Salted Karamell für mich. Es ist jetzt nicht, also keine verschiedenen Schichten oder so. Ich glaube, hier oben ist eine ganz kleine Schicht und hier sind auch noch so Puffmais oder sowas vielleicht drauf, irgendwas Gepufftes. Nee, kleine Schokokügelchen sind das. Du schmeckst, dass es ein Proteinriegel ist. Es ist schon fest. Diese typische Konsistenz. Schmeckt ein bisschen salzig, es schmeckt jetzt aber nicht. Also hier, dass das so ein Faden zieht hier oben, das hat es eben nicht getan, habt ihr gesehen, ne? Ist nicht schlecht. Ich bin aber auch nicht so der Schoko-Fan. Es ist mir ein bisschen zu schokoladig. Aber ich glaube, da freut sich sonst mein Mann drüber. Was man aber übrigens auch machen kann mit diesen Riegeln, ihr könnt euch die in kleine Stücke schneiden. Ihr müsst nicht so einen ganzen Riegel auf einmal essen. Macht doch ein paar kleine Stücke und dann habt ihr wie kleine Pralinen. Dann esst ihr die auch langsamer. Wie so kleine Ferrero-Küsschen oder sowas.
könnt euch die aufteilen, immer mal was naschen und habt am Ende nur einen Proteinriegel gegessen. Es fühlt sich aber viel mehr an. So ein kleiner Tipp. Genau, jetzt haben wir hier den nächsten. Ich mache die einfach alle auf. Die werden schon... Die fühlt sich weich an. Cliffhanger. Ich habe den schon öfter gesehen. Cliff Bar. Der heißt gar nicht Cliffhanger. Feed Your Adventure. Das sind 68 Gramm tatsächlich. White Chocolate Macadamia Nut. Ich liebe Macadamia. Mm. 9 Gramm Protein. Das ist nichts Dickes, Leute. Ne? Also es ist jetzt nicht so. Das Ding ist Rainforest Alliance Certified. Mhm. Es ist plant-based. Also es ist sogar vegan oder es ist vegetarisch. Also Hauptbestandteil ist Brown Rice Sirup. Also es ist kein gesunder Snack. Sorry. 100 Gramm haben 11 Gramm Fett, 62 Gramm Kohlenhydrate und 5 Gramm Eiweiß. Soll ich ihn jetzt probieren? Na komm. Also, wenn ihr euch gesund ernähren wollt, ist das keine Alternative. Leute, sorry. Wie sieht der aus? Oh, der klebt auch richtig. So sehen die aus. Wie gesagt, ich habe die Verpackung schon öfter an der Kasse gesehen, bei Butni zum Beispiel. Aber, ach, guck mal, also ich mache es jetzt mal so, ich beiß nicht ab, weil, habt ihr nicht gesehen, also es klebt richtig. Ich habe das Gefühl, ich kann das jetzt zu einer Murmel formen. Hm. Das erinnert mich an was. Es knistert ein bisschen, da ist ein bisschen Crunch drin, das ist aber vor allem matschig und es schmeckt wie irgendeine Süßigkeit aus der Kindheit. Aber jetzt nicht extrem süß, also haben sie schon gut versteckt. Es schmeckt jetzt nicht extrem süß, aber es ist auch nichts Gesundes. Also ich glaube, es macht schon satt, auch durch die Nüsse und weil es so mächtig ist. Aber schmeckt aber nicht schlecht. Schmeckt nicht schlecht. Was haben wir hier? Noch ein Grenade. Wie hieß es? Carb Killer. Den haben wir noch. Peanut Butter, meine andere Leidenschaft. Auch Peanut Butter. Wenn du einen schlechten Tag hast und alles blöd ist, einfach nur so einen Löffel Erdnussbutter im Mund und Augen zu, ne? Früher ging das gar nicht. Ich habe überhaupt nicht verstanden, wie man Erdnussbutter essen kann. Ich esse es auch nicht auf Brot. Es ist nur so ein... Macht, dass es mir besser geht. Ein bisschen... Also es gibt ja auch die gesunde Erdnussbutter. Oder selbstgemachte Erdnussbutter. Lecker Schmecker. So, was haben wir hier? Wieder 60 Gramm, gehe ich von aus. Ja, also da steht's ja. Wir haben 35 Gramm Eiweiß, sogar ein bisschen mehr. Und nur 26 Gramm Kohlenhydrate. Ich mache das jetzt alles auf, es tut mir leid. Tada. Der sieht aus wie so ein Riesentwix. Heißt das so? Ich kenne mich hier echt nicht aus mit Schokolade. Shit. Mm. Mm. Mhm. Erdnussbutter. Mhm. Seht ihr das? Da ist auch ein Stück Erdnuss drin. Ich will, es tut mir leid, dass es unscharf ist. Tanzelt mich nicht. Da. Den esse ich auf. Also, du merkst auch, dass es ein Eiweißriegel ist. Es ist auch fest und heavy. Aber da ist Erdnussbutter drauf. Da sind Erdnüsse drauf. Das Weiße ist halt dieses typische Erdnuss, Quatsch, Proteinriegel-Ding. Aber die sind gut. Und die haben gute Werte. Also den würde ich mir jetzt echt schneiden und daneben legen für so einen Homeoffice-Tag, dass ich da immer zwischendurch was naschen kann. Die finde ich gut. So, dann haben wir drin. Genau, Just Spices hat irgendwie neue Kräutermischungen. Da waren ein paar dabei. Ich glaube, ich habe alle eingepackt, die ich gefunden habe. Hier habe ich 7 Kräuter Dressing Mix ohne Zucker, ohne Zusatz von Zucker von Just Spices für Salatdressing. 7 Kräuter. Welche haben wir da drin? Schnittlauch, Kerbel, Petersilie, Majoran, Thymian, Dillspitzen, Basilikum und Zwiebelraspeln. Bitteschön. Wie findet ihr Just Spices? Ich finde die echt ganz cool. Ich muss ehrlich sagen, wir haben jetzt noch, wir sind jetzt so geschwalten zwischen Ankerkraut, die kommen ja hier aus dem Norden. Und Just Spices, ich weiß gar nicht, wo die herkommen. Berlin? Wo kommst du her? Düsseldorf, nah dran. und die finden wir beide gut. Ankerkraut
Und Just Spices. Wir haben so bei jedem unsere Favoriten. Was haben wir hier? Dill-Kräuter-Dressing-Mix für Gurkensalat, der Klassiker, ne? Na? Ist das ein neues Gesicht? Es sind ja eigentlich immer so dieselben Gesichter drauf. Ist das ein neues Gesicht? Gucken, ob ich das nächste finde. Ja, ein junger Mann. Fitness-Dressing-Mix, da bin ich aber gespannt. Was ist denn Fitness-Dressing? Meersalz, Paprika, Tomatenraspeln, Zwiebelraspeln, Knoblauchraspeln, Toastzwiebelpulver, Meerrettichwurzelpulver, Koriander, Sellerieknollenpulver. Ah, Sellerie ist auch so ein Ding, ne? Ich finde es richtig eklig, aber es gehört in so vieles rein und dann schmeckt es auch. Also es ist wie mit Zwiebel. Wer mag schon Zwiebel? Ich weiß viele, aber ich mag keine Zwiebel. Aber ich mache sie natürlich trotzdem an jede Soßenbasis und überall ran, weil es gehört halt dazu. Und Sellerie ist auch so ein Ding. Uah, aber es ist in jeder Bolognese drin. Ja, Pfeffer, Ingwerpulver, Muskatnuss, Zitronenmyrte, Zimtpulver. Oh, das klingt spannend. Ich bin ja total der Fan von Zimt an Gerichte machen, in die man es nicht erwartet. Ich mache zum Beispiel, ist das jetzt ein Geheimtipp? Ne. Ich mache an Tomatensauce immer noch Zimt mit dran. Und ich lieb's. Ich muss es immer ausprobieren, wirklich. Also vor allem an Bolognese und so. Oha. Oh, wartet mal. Nee, ich muss es noch lassen, sonst kippt der Karton. So, dann habe ich, da bin ich richtig gespannt drauf. Auch Just Spices in Rot, Tofu-Gewürz. Ich mag kein Tofu, ich werde es auch nicht für Tofu benutzen, aber ich bin richtig gespannt, wie das schmeckt. So sieht's aus, Curry. Ja, das ist eine Curry-Mischung. Also, Curry ist ja eine Mischung, es gibt kein Curry-Gewürz. Das erinnert mich total an den Gewürzespeicher in Hamburg, in der Speicherstadt. Das riecht total gut. Knoblauchraspeln, Paprikapulver, Koriander, Boxhornkläser, Senfmehl, Kurkuma, Rosmarin, Fenchel, Thymian, Salbei, Zitronengras gemahlen. Das riecht richtig gut. Oh, oh. Das werde ich heute benutzen. Das kannst du auch an Hähnchen machen oder so, wirklich. Und dann anbraten und auf den Salat oder so. Das riecht richtig gut. Oh, ich bin froh, dass ich es genommen habe. Ich weiß, also wahrscheinlich werden es einige nicht nehmen, weil Tofu-Gewürz klingt ja schon so nach, ist kein Tofu, aber du musst es ja nicht für Tofu benutzen. Also es gibt ja auch diesen Avocado-Topper, wie heißt das Ding? Avocado-Gewürz. Ich esse auch keine Avocado, aus Prinzip. Und trotzdem schmeckt das total gut. So, man kann sie auch für andere Sachen benutzen, ne? Oh, hier ist noch einer. Ich probiere ihn jetzt nicht. Es tut mir leid. Das ist wieder Peanut Butter. Der andere war Macadamia. Und das hier ist Peanut Butter. Auch wieder 68 Gramm. Und diesmal haben wir 60 Gramm Kohlenhydrate, 59 Gramm Kohlenhydrate. 59 Gramm Kohlenhydrate von 68 Gramm. Das ist pur Kohlenhydrat. Wie viel Eiweiß ist denn drin? 16 Gramm. Ach so, Entschuldigung. 59 Gramm von 100. Okay, ne? Also pro Riegel sind es 40 Gramm Kohlenhydrate und 11 Gramm Eiweiß. Trotzdem, also das ist eine Süßigkeit, Leute. Sorry. Es ist eine gute Süßigkeit, weil Nüsse drin sind, aber Hauptzutat werden wieder ja, brauner Reissirup sein und Oats. Also Oats, Haferflocken, Hafer, bla. Packe ich hier hin. Wird irgendjemand essen? Ich nicht. Aber dann habe ich es mal probiert. Ja. Schaut mal, erinnert ihr euch in meinem anderen Video? So, ne? In meinem anderen Video hatte ich. Habe ich die selber bestellt? Nee. In dem anderen hatte ich, glaube ich, auch Karotte, aber mit Mandel. Das ist Alpia Veggie Love. Ich fand die total geil. Gut. Ich habe die gegessen. Das hat die sonst keiner gegessen. Meine Kinder sagen, die schmeckt nicht. Und ich mag ja eigentlich keine Schokolade. Ich fand die gut. Und jetzt dachte ich, probiere ich nochmal die nächste mit Rote Beete. Rote Beete kann so geil sein. Das habe ich wieder gesagt, ne? Oh, die ist schon gebrochen. Aber gut. Die ist richtig lila. Schaut mal. Passend zum Nagellack. Die ist richtig lila. Riecht nach Schokolade. Die schmeckt nach Gemüse. Aber irgendwie witzig. Die schmeckt nach Gemüse.
Du hast erst Schokolade im Mund und dann hast du das Gefühl, nicht Ofengemüse, aber so, es schmeckt gesund, aber es schmeckt gut. Ich mag das. Ich bin halt kein Schokofan. Es schmeckt nach Gemüse. Ich habe zweimal abgebissen von Schokolade. Oha. Es kommt so, zuerst hast du Schokolade und denkst, ja, schmeckt wie Schokolade. Und dann kommt es und es hat so was Säuerliches. Aber ja, frischer ist jetzt auch nicht. Schwer zu beschreiben. Es schmeckt nach Gemüse. Das habe ich ein paar Mal gesagt, ne? Ich kann nicht mehr stehen. Okay. Passt auf. Okay, ich muss das anders machen, sonst fällt das jetzt. Dann habe ich mir einen Mate-Tee bestellt. Was soll ich sagen? Ich bin ja so ein Kaffee-Fan und Freak und Tee ist so gar nicht meins und Matcha-Tee und so muss irgendwie alles nicht sein. Und jetzt war ich auf einem Seminar, einem richtig guten, wertvollen Seminar. Wir ziehen da gerade so was Neues auf mit Verhandlungstraining, Persönlichkeitsförderung und Improvisationstheater, so eine Mischung. Super spannend, super cool. Auf jeden Fall gab es da, hatten wir eine Getränkeflat organisiert. Da gab es Mate-Tee mit Zitrone, mit Ingwer, mit Orange, mit Kirsche, lauter verschiedene. Und meine Kollegin meinte, komm, probier das mal. Und das war so gut. Es war so lecker. Ich habe mich so gefreut, dass ich dann diese Tage, 3 Tage waren das, fast nur Mate getrunken habe. Mate, 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 ne? Und jetzt habe ich den bestellt, weil ich jetzt noch so im Fieber war. Mach nochmal zu. Fruit-Mate Zitro. Hol dir das Feeling Südamerikas nach Hause. 100% Lebensfreude gekoppelt mit purer Erfrischung. Fru-Mate ist der rauchig-süße Start in den Tag oder in die Nacht. Koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk mit Mateblätterauszug. Fruchtgehalt, jetzt kommt's, 2% Zitrone. Ich bin sehr gespannt. Für Kinder und Schwangere nicht empfohlen. Leute, 750 Gramm haben wir. Ich habe kein Glas hier. Ich mache es unauffällig, ne? Aua. Ist auch süß. Hier ist ein kleiner Ureinwohner drauf. Kohlensäure. Das war ein Kuhschluck, ne? Ich mag's. Ich bin ein neuer Fan. Verrückt. Das hätte ich echt nicht gedacht. Der ist jetzt haltbar bis Juli 22. Hält ja eh nicht so lange mit Pfand. Und wir haben pro 100 Milliliter 28 Kalorien. Oh. Ist kein Wasser, ne? Aber ich bin ein neuer Fan. Verrückt. Ich als alter Kaffeetrinker, es passt hier nirgendwo hin. Muss mein Ei weichen. Sehr cool. Sehr cool. Oh, jetzt kommt was Schweres. Was habe ich denn noch geholt? Weiß ich nicht, ist hier eingepackt. Wie viel haben wir? 28 Minuten. Ups. Oh Gott. Ah, ein Soul Drink. Blessed by Srila Srimaga Ananda Sita. Wisst ihr Bescheid? Fein perlend. Genau, das gab es nämlich in Still und mit Kohlensäure. Ein ayurvedisches Erfrischungsgetränk mit Pflanzenextrakt. Wasser, Pflanzenextrakte aus Safran, Königsbasilikum, Eukalyptus, Lemongras und Kohlensäure. Lemongras ist auch schön. Wir haben 330 Milliliter. Es ist erfrischend herb und ich habe keinen Flaschenöffner hier. Nee, muss ich euch später erzählen, wie es schmeckt. Ich rieche nichts. Also, es ist eine Glasflasche. Die Marke heißt Get Your Blessings in a Bottle. Yahoo! Soul Drink. Fand ich total spannend. Muss ich euch erzählen, wie es war? Habe ich ihn. Nee, genau. Passt mal auf. Ich mache sowieso ein You Try Me auf den zweiten Blick und dann mache ich zwei Boxen. Denn ich habe noch eine Sache, die ich euch unbedingt zeigen will. Das habe ich in der letzten Box ausprobiert. Und ich finde es total. Das ist eine mega Erfindung. Und tatsächlich funktioniert es auch noch voll gut. Es ist nicht nur eine coole Erfindung, sondern es funktioniert auch noch gut. Und dann berichte ich euch auch, wie das geschmeckt hat. Aber es ist schön kalt. So. Ich glaube, sie ist leer. Ich habe jetzt auch eine halbe Stunde, muss reichen. Aber richtig gut verpackt hier, ne?
Ja. Diesmal keine Chips. Ich wundere mich. Habe ich keine Chips bestellt? Muss ich gleich nochmal nachgucken. Das passt ja gar nicht zu mir. Ist hier noch was drin? Nö. Ja gut, aber wir haben ein bisschen was Neues von Just Spices zum Ausprobieren. Wir haben einige viele Riegel. Proteinriegel. Ich habe Zucchini. Genau. Also das war auch einiges. Ich glaube, ich habe euch den Wert hier eingeblendet. Das hat einiges weggenommen aus dem Warenkorb. Sonst hätte ich tatsächlich noch mehr Produkte reinnehmen können. Vielleicht habe ich deshalb auch die Chips rausgeschoben. Aber ich wollte es jetzt ausprobieren. Süßes. Wir haben die Zahnbürste. Wir haben eine neue Sucht. Ja, und ich habe 19,92 € bezahlt. Erzählt mir mal bitte, wie ihr das findet, dieses Projekt, diese Idee, dass du einen festen Preis zahlst und dir selber aussuchen kannst, was da reinkommt. Du kannst auch deine Drogeriesachen, also im letzten Video hatte ich ja auch eine Creme, die ich sowieso immer kaufe, damit reingepackt. Du kannst Katzenfutter da reinhauen, du kannst Alkohol. Also es ist schon, ich finde es gut. Erzählt mir mal, wie ihr das findet, ob ihr es schon mal ausprobiert habt. Und alles, was gerade aktuell da an Codes und Rabatten und so möglich ist, schreibe ich euch hier unten rein. Und dann werde ich mir gleich meinen Tee reinziehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag. Und ganz wichtig, lasst euch nicht ärgern. Tschüss.